Ja, oh, da kriegt er, glaube ich, einen mit. Zack, ja, von Steven Klein. Aber darf er einen Mutterschein? Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ja, ich denke mal, das wird dann einfach jetzt... Nein, das ist hier nur der Dreck. Schau mal, das ist der Dreck. Da mischt sich jetzt Weiß dazu. Siehst du es? Ja. Zack, auf einmal. Und dann ist es eben... Nur noch Weiß. Naja, nee. Also es sieht jetzt so aus, aber es ist nicht nur noch Weiß. Aber das ist das Ende. Ja, Udo Wagner raus. Schade. Dadurch Caution. Nein, die fahren alle weiter. Das ist schön. Weil er ist ja auch innen auf dem Infield. Genau, gewesen. Ist nicht unbedingt was passiert. Und ja, richtig. Na gut, es ist schon was passiert. Oh, ja. Vorsicht, Leute. Mit Petros Yellow und Koch ist das hier gerade echt eng geworden. Grad. So, Marco Meyer, der kann das schon vergessen. Er muss zusammen mit Petros Yellow auf die nächste Caution hoffen, wenn die noch Platz 1 und 2 holen wollen. Dann braucht er die Caution. Jetzt kommt er aber doch ganz schön ran hier. Ja, die haben, glaube ich, auch ein unglaublich gutes Setup. Petros Yellow, Koch und Meyer. Nur wenn du halt allein fährst, hilft dir das beste Setup nichts. Ja. Davon kannst du mal ausgehen. So, und ja, und Schub und Azzoli werden sich nicht einig. Und dann passiert genau das, Schub fällt zurück. Meine Güte. So, können wir uns das aus seiner Sicht an. Hängt sich jetzt dahinter, das wird auch nicht helfen. So, einer rechts, einer links, jetzt noch ein Three Wide hinter. Oh! Aber der Chris Schub ganz schön gerade im Arsch. Wieder aber in den Verfall wieder. Ja. Ja, der hat, glaube ich, hier den Eng gerade deutlich gemacht. Der da vorne ist mein Partner. Und wenn hier einer mit dem Bumpdrafting macht, dann bin ich das. Ja, Vorsicht, Leute. Jetzt nicht hier in der Führungsgruppe auch noch eine Caution provozieren. Wenn das hinten passiert, ist das ja okay. Nicht hier bei den Vorbildern, ganz vorne. So, wir schauen mal hier. Wir sind jetzt zu dritt. Marco Meyer, Gary Hart und Ralf Barth. 5, 6, 7. Und dann haben wir hier schon wieder die große Gruppe. Ich glaube, wir bleiben da, wo der Chris Schub ist. Hier. Also ist erstmal zurückgefallen, wenn ich das. Ja, ein ganzes Stück sogar. Vielleicht mal kurz im Replay schauen, was hier. Oh. Der war hier ganz vorne. Ah, Schubser gekriegt. Und dann ja, von Mike Azzolin. Und dann ist aber gerade so noch abgefangen, das Auto. Ja, schauen wir mal nochmal hier. Ja. Hier hat er natürlich die Geschwindigkeit verloren. Ich mir jetzt auch mal anschauen. So. Also es sieht irgendwie jetzt nicht ganz so schlüssig aus, aber gut. Jetzt ist er weg, ja. Mike Azzolin, ja. Das war natürlich auch klar, dass sie den auch loswerden. Koch und Petros Yellow fahren wieder einsam. Gemeinsam einsam vorne weg. Ja, vorn rum, genau. Aber wir haben hinten noch unsere Grübsplatz. 5, 6, 7, 8, 9. Noch wunderbar eng. Sind es auch nur noch 17 Minuten? Ja, also jetzt geht's echt in die spannende Phase. Irgendwas ist auch gerade mit Chris Schub nicht in Ordnung, da hat er schon drei Plätze von uns, nur noch Platz 7. Ja, na, die drei sind ja an ihm vorbei. Ja, wenn du alleine fährst, genau, dann bist du doch immer weiter zurückgerückt. Und wenn du nicht bei einer Gruppe dich quasi mit einklinkst, dann bist jetzt du immer nur hast du weiter. Mir hier geschaut, immer weiter. Garten, da habe ich dann gesehen, so drei Plätze verloren, aber. Ja, ich glaube, wir bleiben auch auf ihm. Irgendwie genau. Hat er in diesem Rennen echt die Scheiße am Fuß und immer wo er ist, passiert was. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da gibt's Nachlus. X2! Nein, die sind in Chris Schub und Ralf Barth und hinten noch. Zwei. Gelb und Safety Car draußen. Ach, hört mir doch auf. Das ist natürlich jetzt sehr gut für Marco Meyer. Kann sich jetzt richtig freuen. Ja, der kommt jetzt hier wieder schön an seinen Linkspartner Sandro Petrosiello und an Matthias Koch.
heran. Jedenfalls ein wunderbarer Parallelabflug. Ja, das müssen wir uns glaube ich nochmal anschauen. Also das war wirklich in der B-Note sehr schön. Nur in der A-Note halt völlig zweckentfremdet irgendwie, oder... Aber wie ist das so passiert? Ja, da gab es einen kleinen Schubser, Uwe. Und ich meine, es ist auch sowieso nicht mehr so aerodynamisch. Ja, ja. Zack, da gibt's... Und jetzt... Klopp, und dann... Und ja, und dann kann Chris Schuppen auch nicht mehr halten. Völlig logisch. So, und dann... Aber sogar beide aber, gleich abgefahren, also... Ja, 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 ja. Gerade sagst du, wir müssen da bleiben und ja, wieder ist. Ich sag doch, der Chris Schub hat die Scheiße am Fuß. So, jetzt wird wieder sortiert. Aber er ist trotzdem noch auf Platz 8 und Ralf Barth auf der 9. Stimmt. Also ich glaube, die haben sogar gar nichts verloren, weil die waren ja schon vorher bei, in der Nähe von Noah und Klaus, also Noah Nevi und Klaus immer. Von daher, ich glaube, die juckt's gar nicht, dass sie da abgeflogen sind. Denken sie sich, puh, Schwein gehabt, dass wir es abgefangen haben und nicht in die Mauer geflogen sind, aber weiter geht's. Und wer geht jetzt in die Box? Leute, ich zeig euch. Hinten! Das ist Chris Schub. Ja, ich glaube, der hat auch vielleicht ein bisschen was abbekommen auf der Achse. Ralf Barth dagegen bleibt draußen. Und jetzt zeigt mir den Lucky Dog. Thilo? Ist Thilo der Lucky Dog oder Matthias Lamm? Ich glaube, Matthias Lamm. Ja, Matthias Lamm. Der wird dann gleich vorbeifahren dürfen. Zeigt's. Fahr vorbei. Komm. Ich würde das jetzt sehen. Ach, der hat auch. Das muss man zwar von oben anschauen. Nee, da sieht man das gar nicht. Schade. Nee, das sind alles doch ziemlich komische Perspektiven. Es lohnt alles nicht so recht. Aber hier fährt er gleich vorbei. Also achten Sie mal von uns aus vorne links. Wie das Auto da aussieht. Ja, ganz hübsch. Ja, also da müssen die Mechaniker nach dem Rennen definitiv mal mit dem Vorschlaghammer ran. Ja, und das mal wieder ordentlich ausrollen. Autos sind schweineteuer, das kannst du nicht verschrotten. Na gut, du kannst vorher als wichtiger ausbauen. Außer ein Motor ansonsten. Hey, es fährt noch! Ja, na gut. Was kannst du retten? Du kannst den Motor retten, du kannst die Bremsen retten. Also die Räder, nicht die Reifen. Die Reifen werden abgefahren sein, aber die Räder. Das Getriebe. Also an sich funktioniert ja alles, es sieht nur scheiße aus. Aber also. Ganz ehrlich, wenn es mir umsonst angeboten würde, ich würde es nehmen. Wenn mir einer sagt, hier, komm, hast du ein zerbeultes ehemaliges Nesca-Auto, würde ich sagen, yo, danke. Würde ich mich nicht beschweren. Aber gut, muss jeder selber wissen. Wenn man halt, was weiß ich, 100.000 im Monat verdient und zufälligerweise mit Nachnamen Ackermann heißt, würde man auch eher Nein sagen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt noch 12 Minuten. Man kann ja mal also langsam zu den Punkten gehen derzeit. Also Platz 1 würde, was derzeit der Sandro ist, 46 Punkte kriegen, sein Bingeling 42 Punkte. Moment. Du hast die Bonuspunkte vergessen. Wer mindestens eine Führungsrunde hat, jeder, der schon mal, oder der in diesem Rennen eine Führungsrunde hatte, also einmal auf Startziel als erster durchkam, bekommt einen Punkt und derjenige, der die meisten Führungsrunden hat, kriegt nochmal einen. Das wird, glaube ich, Sandro Petrocciello sein, der eine kriegt, der zwei kriegt, weil er ja schon mal eine Führungsrunde hat und die meisten dann auch noch. Genau. So.
Matthias Koch hat auch schon Führungsrunden gehabt. Ja. Das bedeutet Petrozielle im Moment 48, Koch 43, Meier hatte, glaube ich, noch keine. Wir können das also nachschauen. Ich weiß nicht, ob wir das hier sehen. Ah, jetzt ist mein Rechner gerade ein bisschen langsam. Aber ich glaube, er hatte noch keine. Dementsprechend hat er dann 41 Punkte. Achso, jetzt geht's immer einen runter. Ja, logisch. Genau, Gary Hott hat seit Platz 4 unser kleines Boxenstopp-Wunder da. Ja, also das Beste, Platz 2 war ja der Matthias schon oft genug. Und größte Zeit im Rennen war er in Platz 3. So, also Marco Meier keine. Also 41. Also mal 48, 43, 41. Dann Gary Hart 40, der hat auch noch keine. Nee, der Mike Azzolin hatte noch eine. Also auch 40. Oder mehr schon als eine. Klaus Immer hatte noch keine. 38. Noah Nevi 37. F. Barth 36. Bernd Köhler 35. Sieben Klein 34. Obwohl, hatte Sieben Klein nicht auch schon ein paar? Oder eine? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Naja, mein Rechner ist gerade sehr langsam, deswegen. Wir können das ja alles auf unserem Bildschirm hier nachverfolgen. Ja, wäre schön, wenn du das mal machst, wenn mein Rechner eben gerade hier mal sagt, ich habe keine Lust. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendwo bei mir steht, ist nichts da. Nee, das war wohl Platz 5, aber er war auch schon mal. Okay. Da habe ich mich völlig vertan gerade. Nee, es ist Noah, den ich angeklickt habe. Ja, super. Steven Klein. Mensch. Doch, nee, Platz 4, Platz 3, Platz 2. Ah, er war 2. Doch, eine Führungsrunde. Die dritte Runde hat er angeführt. Tatsächlich, also kriegt er auch noch einen Punkt. Ha, habe ich doch richtig getippt, geraten. Ja, manchmal muss man auch raten. So, Steven Klein, dann Ingo Lutz, Platz 11. 33 müssten das sein an Punkten. Chris Schub, der hatte auch schon Führungsrunden. Der war doch eben in dem Package mit Mike Azzoli. Nee, der war auf Station immer zweiter. Ey, da hat er sich echt gut durch die Lappen gehen lassen. Ach Mensch. Chris. Also den Punkt hätte ich mir aber geholt. So, Matthias Lamm dann mit 30. Kilo Bonkowski 29. Roberto Alaima 28. Udo Wagner 27. Jeder kriegt Punkte, der 25% des Rennens absolviert hat. Und dementsprechend kriegen also, ja gut, die Frage ist natürlich, wie viele Runden werden denn insgesamt absolviert? Dass wir da 25% haben. Ja, jetzt sind es noch 7 Minuten. Ja, liebe Safety Car, wenn du uns noch also ich denke mal, 10 Runden werden es auf jeden Fall nicht mehr. Nein. Könnten jetzt noch 7 Runden ungefähr werden, ja. Das könnten wir noch schaffen. Wenn es jetzt diese Runde reinkommt. Ja, das könnten vielleicht sogar 8. Dass wir dann von den 78 Runden wenigstens auf 85 oder sowas kommen. Oh, ja, jetzt müssen wir wirklich auf die Uhr schauen. 6,5 Minuten noch. Das könnte ganz eng werden mit den, also wenn der Safety Car jetzt nicht reinkommt. Also, na gut, nee, wenn der Safety Car die Runde nicht reinkommt, nächste nicht reinkommt, dann wird's eng. Aber wir gehen mal einfach von einem intelligenten Alan Smithy aus.
So heißt ja jetzt unser Safety Car Fahrer. Wer den Namen gerne mal googeln möchte, Alan und dann Smith und dann mit Doppel-E. Wissen möchte, was ich dahinter verbirgt. Ich habe das fährt rein. Sehr gut. Ich habe das bei der dritten oder vierten Safety Car Phase schon mal angesprochen. Wer wissen möchte, was ich dahinter verbirgt oder sogar weiß. Gut, wer es weiß, braucht nicht nachschauen. Wer es wissen möchte, googelt einfach Alan Smithy. So, weiter geht's. Sandro Petrocello führt hier das Feld an beim Restart und behält die erste Position auf. Zweiter Matthias Koch und dann dritter Marco Meyer. Da müssen wir jetzt natürlich hinschauen. Ich glaube, er schafft's nicht. Ich glaube, er schafft's. Obwohl, du, warte mal, das könnte. Ja. Er schafft's. Wow, stark. Aber nicht ganz, ganz langsam. Jetzt ist er dran. Am Notausgangsfahrer. Ich wollte gerade sagen, ja. Am Notausgangsfahrer Matthias Koch. Schauen wir mal das Heck von seiner Petrozelle. Was steht da hinten drauf? Mai. Ich hab keine Ahnung. Nur nachher schauen. Und hier, was steht hier drauf? Gary Hart bleibt auch noch dran. Ja, der mit seinem Boxenstopp jetzt Vierter immerhin, also ja. Bisschen eine Delle hinten im Auto. Nee, das ist hier Chris Darms, wen meinst du jetzt? Ja, Chris Darms mit der Delle im Auto. Da ja, eine kleine Delle aber nur. Also da haben wir größere gesehen, bei Ralf Barth haben wir schon eine Riesendelle gesehen. Jetzt muss Marco Meyer hier wieder mit aufpassen, wir haben jetzt noch 4 Minuten und 15. So langsam geht's Richtung Ende und San Petruzziello, schau mal, der legt jetzt hier den Turbo ein. Der fährt jetzt hier weg. Wenn jetzt die Caution, tada, Scheiße gebaut. Sagen wir es mal so. Dann hat er Pech gehabt. Oder auch nicht, weil dann gewinnt er ja hinterm Safety Car. Also jetzt legt das echt drauf an und ich glaube, das ist die Vorentscheidung. Wenn er jetzt das Auto nicht weghaut, dann hat er gewonnen. Oder war es das jetzt schon? Nee. Warte mal, das sieht so langsam aus. Nee, das ist schnell. Warte mal. Safety, ja, das gibt's ja, doch genau. Gar nicht. Das sieht langsam aus, ja. Aber ich habe jetzt gar niemanden gesehen, der jetzt irgendwie was verursacht hat, da. Aber auch nicht. Platz 13, 14, 16 und 50, die sind zwar weit abgeschlagen da, weit ist da noch weichelt, aber... Da was passiert sein? Ja! Hier! Ja, hinten. Das wird doch, warum sie da so weit. Jetzt zack! Und da! Aber. Guck mal, wir müssen das mal, glaube ich, hier viel mehr schauen. So. Okay, das ruckelt alles ein bisschen leider, weil wir eben nicht live drauf waren. Aber wo hat er da den Schlag herbekommen? Einfach zu schnell übertroffen, oder? Von Anfang an. Eher zu weit außen in der Kurve. Schauen wir mal, eher zu weit außen in der Kurve und dann kriegt er sie nicht, ja. Aber da war schon in Gelb, hast du es gesehen? Aber dann, nee, ich glaube, okay, und dann... Dreher, und dann fährt er wieder auf die Strecke. Okay, also daran wird es wohl liegen. Dann war das... Matthias Lamm. Der die per Dreher ausgelöst hat, sondern jetzt müssen wir einfach nur auf die Uhr schauen. Wir sehen noch 2 Minuten 10. Die kommen jetzt nochmal über Start-Ziel. Wenn der Safety Car jetzt sofort wieder reinfahren würde, könnten wir noch Racing sehen, aber so wird das dann in der nächsten Runde hinterm Safety Car beendet werden. Ja, 2 Minuten noch, aber 1,57. Ja, und bei 2 Minuten 45, die der Safety Car für eine Runde braucht, können wir es vergessen. The road will be open this time. Weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass das Safety Car für einen Super Speedway dann doch ein bisschen schneller eingestellt werden sollte. Wir können vielleicht mal auf die Renntermine eingehen. In 2 Wochen, wovon sie dann auf SimRace TV und auch von auch auf YouTube ein Highlight-Video sehen können, dann das Rennen in Las Vegas. Da wäre ich allerdings gern hingefahren. Ja, da will jeder mal gern hin. Auf dem Las Vegas Motor Speedway, der ist nur 1,5 Meilen lang. Die Neigung in den Kurven liegt bei 12
12 Grad, also lange nicht so stark wie hier. Da passen 137.000 Zuschauer rein. Auch ein B-Oval. Und dann in 4 Wochen, muss ich gerade mal schauen, tatsächlich in 4 Wochen, oh, auch wieder ein Traditionsrennen, in Bristol, in Tennessee, von Bristol Motor Speedway, die höchste Neigung aller Rennstrecken, aller Ovale, die von der NASCAR gefahren werden. Ich gerade richtig überblicke, also alles andere würde mich jetzt gerade wundern. Selbst Talladega hat nur 33 Grad, Pocono hat, ach, unterschiedlich, 6, 14 und 8 Grad. Ja, also es müsste tatsächlich so sein. Ja. 36 Grad, das ist unglaublich, das ist kaum vorzustellen. Wie neigt das da ist. So, die Zeit müsste jetzt, glaube ich, noch sogar 3 um. Sekunden, 2, ja, 1, ja. Zeit jetzt ist um. Und Stunden noch. Sobald das Safety Car hier mit Sandro Petrocciello über die Linie geht, können wir ihm zum Sieg gratulieren. Also wir haben schon ein bisschen jetzt in Liga-Rekord. Ich meine, erstes Rennen, 2 Stunden gebrochen, das hast du ja gesagt, ist letzte Saison erst ein oder sagen wir maximal zweimal passiert. Ist ja gleich beim ersten Rennen. Und ganze 82 Runden absolviert. Das sind in Meilen umgerechnet. Bei 2,5 Meilen, dann sind wir bei 80, 160, 200... 205 Meilen, die wir gerade mal absolviert haben. Ich wäre jetzt, glaube ich, mit der Runde an 207,5 Meilen. Ja. 207,5 Meilen in 120 Minuten. Das ist, glaube ich, ein neuer Langsamkeitsrekord. Also ich glaube nicht, dass das vorher schon mal geschafft wurde. Respekt. So viele Cautions und so viel Zeit vertan. Passiert selten. Wobei auch für meinen Geschmack die Safety Car Phasen zu langsam waren. Aber jetzt schauen wir hier. Da oben wird noch die Gelbflagge geschwungen. Aber jetzt sehen wir es unten links. Sandro Petrocciello gewinnt den Saisonauftakt in Daytona. Und da fährt Matthias Koch vorbei. Der ist Zweiter. Ich sag Martin Koch, ich denke an den Skispringer, Mensch. So, Dritter dann hier, die Teamkollegen beieinander. Dritter wird Marco Meyer. Auf der 4 dann mit einer unglaublichen Zahl von 6 Boxenstops. Damit die meisten des Abends. Gary Hart, genau so ist es. Auf der 5 an Mike Azzolin. Der hat auch durchaus einige Führungsrunden absolviert. Dann auf der 6 Klaus Immer. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen schneller durch. Auf der 7 Noah Nevi. Auf der 8 Bernd Köhler, auf der 9 Steven Klein, auf der 10 Chris Schub, auf der 11 Ralf Barth, auf der 12 Roberto Ley, 13 Ingo Lutz, auf der 14 dann Matthias Lamm, schon mit einer Runde Rückstand, auf der 15 Thilo Bornkowski, auf der 16 Roberto Alaimo und letzten Ziel auf der 17, aber auch schon mit 10 Runden Rückstand gestartet, Chris Dams. Daut. Und ausgeschieden, aber trotzdem mit Punkten. Muss ich gerade nachrechnen. Für Punkte brauchte man 21 Runden. Das heißt, okay, bis Platz 22 bekommen alle Punkte. Also auch Udo Wagner auf der 18. Jesse Jezura auf der 19. Martin Stellinger auf der 20. Dann Thomas Strank auf der 21 und der letzte mit Punkten Andreas Starke auf der 22. Leider ohne Punkte 23 Dominik Wölfel und 24 Friedrich Laditz. So, wir gehen mal zu den ersten dreien. Petrocciello, Koch schon in der Box und Meyer. Und wir werden uns die dann auch gleich zum Interview holen. Also sagen mal entführen gleich aus dem Auto heraus. Na, das nicht.
Aber wir können uns, glaube ich, schon mal den... Wir warten noch. Nicht, dass wir dann irgendeinen schon rausziehen und dann... Naja, gut. So, ja, komm, das muss sein. Sandro Petrocello, den schauen wir uns natürlich eher an. Hier auf dem Rasen von Daytona. Ja, so wirklich läuft das nicht mit den Donuts gerade, oder? Also, nein, noch nicht, ja. Yes, wird's was. Ja, ja. Aber der Rasen ist dafür auch nicht ganz so geeignet. Sind ein paar Eier, also Einatz. Ja. Schöner Begriff, den müssen wir uns merken. So, und wenn er dann in der Box ist, dann holen wir uns Sandro Petrocello und auch die anderen beiden auf Platz 2 und 3 zum Interview. Marco Meyer kommt da auch noch an und rappt jetzt seinen Teamkollegen weg, oder nicht? Nee, macht er nicht. Ein schönes Foto, Teamfoto. Ja. Oh, hintereinander. Sehr gut. Ja, die beiden wissen, wie man hier die 147.000, nicht 147, sondern 147.000 Zuschauer im Daytona. Ja, und jetzt noch mit der Front gegeneinander, wie man die 147.000 Zuschauer hier im Daytona International Speedway beeindruckt und noch unterhält. Und die beiden wissen, wer nächste Woche ganz, ganz viel Arbeit hat, nämlich derjenige, der den Rasen wieder herrichten darf. Genau so ist es, wenn sie es nicht sogar selber machen müssen. Ja. Ich glaube, dafür wird der Noah schon sorgen. So, Marco fährt jetzt auch noch ran und damit haben wir dann die ersten drei. Wir holen uns die mal schon mal ran, weil die sind jetzt alle fertig. So, und dann holen wir so uns Sandro. So, Sandro, du bist jetzt schon im Stream, aber warte noch kurz. Wir holen noch den Marco dazu und dann holen wir uns noch den zweitplatzierten Matthias Koch. So, der ist jetzt auch dabei. Damit haben wir alle drei. So, erstmal schönen guten Abend, ihr drei. Hi. Glückwunsch zu den tollen Platzierungen bei Sandro. Glückwunsch zum Sieg. Und ja, jetzt kommt die lästige Aufgabe für die ersten drei, das Interview. Und da würde ich sagen, fangen wir erstmal hinten an mit dem Drittplatzierten, Marco Meyer. Hallo Marco. Ja, hallo. Ja, ihr habt ja, also du und Sandro, ihr habt ja wirklich eine hervorragende Teamarbeit geleistet. Am Ende war es dann doch nur, in Anführungszeichen, der dritte Platz, weil sich der Matthias noch dazwischen geschoben hat. Erklär mal das Rennen so ein bisschen aus deiner Sicht. Wie lief's denn? Ja, also wir haben heute wirklich echt ganz gut durchgekommen. Denn der Zug mit Matthias und Sandro und mir, die war halt super. Wir sind auch eigentlich das ganze Rennen zusammengeblieben. Das war auch dann der Weg zum Erfolg. Wir haben auch Mitte des Rennens dann auch ein bisschen Glück gehabt, weil wir haben nur mehr 9 Runden Sprit dran gehabt und dann war dieser Caution kommen. Also da wäre es nochmal spannend geworden, aber sonst klasse Reise von Sandro und der Zug war Hammer, also mit Matthias und so. Das war echt stark. Ja, insbesondere für die Teamwertung ist das ja jetzt auch hervorragend, dieses Ergebnis. Gut, der Thomas holt nicht ganz so viele Punkte, ich glaube 23, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Aber als Teamleistung schon durchaus hervorragend. Wollt ihr in den nächsten, oder könnt ihr überhaupt in den nächsten Rennen darauf aufbauen oder war das jetzt doch eher so ein One-Race-Wonder? Ja, schauen wir mal. Also wir sind schon auf den anderen Strecken, so wie es voriges Jahr war, auch nicht schlecht, also auch dabei. Matthias zu schlagen ist halt immer schwer. Ich meine, das ist der Meister und der ist überall gut, ja. Aber wir sind, glaube ich, nicht schlecht, auch auf den kurzen Strecken. In Bristol sind wir auch gut. Ja, jetzt haben wir Blut geleckt, vielleicht. Ja, das klingt schon mal gut. Ja, sonst... Ach so, doch, du sprichst es ja schon an. Bristol in 2 Wochen. Hast du da schon getestet? Und wie gefallen dir denn vor allem diese hohen... Bristol ist erst in 4 Wochen, haha. Bristol ist ja der nächste Stream. Das nächste Rennen ist ja in Las Vegas in 2 Wochen. Wie gefällt dir denn die Strecke? Hast du da schon trainiert? Las Vegas weiß ich jetzt gar nicht so schnell. Eigentlich. Bristol wäre einfach zu beantworten gewesen. Weil okay, ja, dann beantworte Bristol. Dann beantworte Bristol, dann machen wir so. Also Bristol ist absolute Lieblingsstrecke. So, das... Und warum? Das meckert schlechthin. Hat den gewissen Reiz, die 800 Meter, die Steilheit und ja, das Schwierige einfach mit der PS-Kan da auf 800 Meter nur zu fahren, also mir macht's Riesenfun dort. Okay, dann David, hast du noch Fragen?
Ich habe keine Fragen. Okay, gut, dann danke fürs Interview. Bitte gerne. Glückwunsch nochmal zum dritten Platz und natürlich auch viel Glück fürs nächste Rennen. Und dann machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten, Matthias Koch. Hallo Matthias. Hallo. Ja, der Zug aus euch dreien hat sich ja am Ende durchgesetzt. Erklär's mal so ein bisschen aus deiner Sicht das Rennen. Wie lief's denn insgesamt? Ja, also der Zug war ja im Prinzip schon fast durch die Startaufstellung gegeben. Wir drei waren hintereinander auf der inneren Linie. Dadurch war letztendlich schon mal eigentlich klar, dass es so losgehen wird mit uns dreien. Und im Rennen sind wir dann halt gut zusammengeblieben. Eben fand ich sehr schön, dass die zwei weitgehend nicht versucht haben, mich abzuhängen, sondern dass wir da im Dreierblock unterwegs waren. Das ist meistens das Schnellste, was man so haben kann. Und dann sind wir halt einfach ja schön hintereinander weg. Leider durch die Gelbphasen war es ja relativ uninteressant über weite Strecken des Rennens. Da ja war es dann mehr oder weniger auch Zufall, dass die gleichen Entscheidungen im Hinblick auf Boxenstopps immer zusammengeblieben sind. Und das Rennende kam mir dann ein bisschen überraschend. Eigentlich hätten wir ja durchaus gerne noch ein Rennen zu Ende fahren wollen, indem wir vielleicht auch noch dann tatsächlich um die ersten drei Positionen kämpfen. So war es dann ein bisschen vorzeitig, ein bisschen zufällig, aber ich gönn's Sandro, der hat sehr, sehr sauber gefahren vor mir, teilweise auch hinter mir, also von daher auch absolut verdient. Ja, der Marco hat es ja eben schon angesprochen, du bist der Meister, hast in der vergangenen Saison die Meisterschaft gewonnen. Jetzt ein zweiter Platz zum Saisonstart, geht so weiter wie im letzten Jahr? Oder siehst du jetzt die Konkurrenz noch näher bei dir? Ich glaube schon, dass die Konkurrenz näher ist. Also insbesondere Sandro war ja im vergangenen Jahr immer nur mal so kurzzeitig dabei, spontan bei einzelnen Rennen und war da immer schon sehr gut. Und wenn er jetzt die gesamte Saison mitfährt, ist er auf jeden Fall ein Konkurrent für die Meisterschaft mehr, der letzte Saison nicht da war. Martin Stöllinger ist einer, der im vergangenen Jahr immer ganz stark war und ja auch verspätet erst eingestiegen ist in die Meisterschaft. Also wenn der es schafft, jetzt in allen Rennen dabei zu sein, dann ist das sicherlich auch Konkurrenz. Und ich denke, das sind alles Konkurrenten mehr, die im letzten Jahr durch die ja verspäteten oder nur einzelnen Einsätze natürlich keine Chance hatten. Von daher glaube ich schon, dass das eine ganz interessante Sache wird. Wohingegen jetzt heute das Rennen Daytona ist immer ein Glücksspiel. Von daher würde ich da jetzt im Hinblick auf die Meisterschaft werde es von dem Rennen heute noch nicht allzu viele Schlüsse ziehen wollen. Okay, und dann noch eine Frage. Du kannst ja sogar aussuchen, zu welcher Strecke du sie beantwortest. Wie eben schon bei Marco. In zwei Wochen findet ja das Rennen in Las Vegas statt. Auf dem Las Vegas Motor Speedway. Und dann in vier Wochen der nächste Stream in Bristol. Auf welcher, ja, je nach Strecke, auf Bristol oder Las Vegas hast du denn auf der Strecke schon getestet? Und wie gefällt sie dir? Also getestet habe ich hier im Moment noch gar nichts. Bestenfalls habe ich Erfahrungen aus der letzten Saison. Mit beiden Strecken kann ich leben. Sind natürlich jetzt ist was ganz anderes. Also Bumpdraften oder was wir hier jetzt hatten, spielt auf den Strecken natürlich gar keine Rolle. Da wird man eher wieder auf Reifenschonung und solche Dinge achten müssen. Ist ja auch was in Daytona nicht wirklich bedeutend ist. Von daher wird es wieder was ganz anderes, was ganz Neues. Aber ich denke, es ist offen, wie es läuft. Ich hoffe, dass ich einigermaßen gescheit mitfahren kann und dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, dann David, hast du noch Fragen an den Matthias? Ich schrei dann schon rein zwischen. Ah, okay, gut. Gut, dann haben wir jetzt auch eine Lösung dafür gefunden. Muss ich nicht immer fragen. Gut, dann auch danke an dich, Matthias, fürs Interview. Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke. Und natürlich auch viel Glück fürs nächste Rennen. So, und dann kommen wir zum Sieger des Rennens, Sandro Petrozziello. Hallo Sandro. Hi, servus. Ja, wir hatten dich ja schon einmal in der ersten Caution, nee, in der zweiten. Die erste. In der ersten Caution. Gut, danke. In der ersten Caution reingeholt. Da hast du schon geführt. Jetzt am Ende des Rennens auch wieder. 48 Punkte geholt. Ja, Maximalausbeute. Besser geht's nicht, oder? Nee, auf keinen Fall. Also es war echt super, auch die Zusammenarbeit mit den anderen beiden, mit Matthias und mit Marco. Also es hat echt super hingehauen. Also ich hab's bis zum Schluss nicht glauben wollen. Also, dass wir da durchkommen. Und ja, es war einfach ein perfektes Rennen. Ich fand's auch schade, dass wir halt jetzt unter Gelb sozusagen zu Ende gefahren sind und es allgemein sehr viele Gelbphasen waren.
es hat dann schon ein bisschen die Konzentration auch gestört. Ja, das war jetzt, glaube ich, sogar in diesem Rennen der Negativrekord mit den wenigsten absolvierten Meilen pro Zeit. Das nächste Rennen ja dann in Las Vegas, da wird es dann bestimmt ein bisschen weniger cautious zur Sache gehen, oder? Wollen wir es hoffen, also ich befürchte eher das Gegenteil, weil, wie gesagt, hier in Daytona zieht sich das Feld ja, wenn man so eine Dreiergruppe gefunden hat oder auch eine Zweiergruppe, zieht sich das Feld ja schon recht schnell auseinander und mehr wie Vollgas geben ist ja hier nicht. Und in Las Vegas sieht es ja auch wieder anders aus. Da muss man halt dann auch auf die Linie achten und alles. Also es könnte gefährlich werden, muss aber nicht. Ja gut, wobei jetzt Las Vegas ja auch keine Short Oval ist, sondern Intermediate mit 1,5 Meilen. Anders als Bristol, das ja gerade mal knapp mehr als eine halbe Meile hat. Also eben die, gut, es sind 858 Meter, wenn man es ganz genau haben will. Las Vegas ist etwa dreimal so lang. Aber dennoch kann das so durchaus hinkommen. Ich überleg gerade, ja. Mir fällt nichts mehr ein. Also das war einfach wirklich ein perfekter Zug. Unglaublich schnell immer wieder weggefahren. Zur gleichen Zeit in die Box. Obwohl, da würde mich noch interessieren, ich meine, Marco und Sandro, ihr wart ja im gleichen Channel, ihr habt euch dann sicherlich mit der Boxenstrategie abgesprochen. Ja, auf jeden Fall, also wir haben immer geguckt, dass wir waren uns die ganze Zeit selbst unschlüssig, weil wir einfach auch noch nicht so die Erfahrung haben, was das Nesca-Rennen angeht und die Strategie vor allen Dingen. Und haben selbst immer die ganze Zeit auch auf Matthias geguckt, um zu schauen, was er sozusagen vorschlägt, ob er schon nach unten zieht oder nicht. Und wir haben halt dann auch immer gesagt, ja gut, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Und die logische Schlussfolgerung war halt auch, dass der Matthias mit uns dann mitgehen musste. Also indirekt war es sogar ein Dreierabsprache dann. Ah, okay, also es war so eine Art telepathische Absprache dann zwischen euch beiden und dem Matthias, okay? Bei Matthias würde mich noch interessieren, hast du auch auf die beiden geachtet oder hast du gesagt, so ganz unabhängig, ich gehe dann rein, wenn ich will? Also ich hatte natürlich schon ein großes Interesse daran, dass wir drei zusammenbleiben und das, was Sandro anspricht, dessen bin ich mir bewusst. Also dass die anderen auf mich gucken, das habe ich schon immer wieder gezeigt und das ist wohl halt, dass ich als erfahren gelte. Und deshalb war ich mir eigentlich bewusst, ich muss früh genug anzeigen, dass ich in die Box fahre, bin deshalb immer auch zeitig auf die linke Spur und war mir dann eigentlich fast sicher, dass zu gegebener Zeit die anderen beiden mitziehen würden. Das heißt, letztendlich habe ich das ein bisschen ausgenutzt, weil ich wirklich darauf spekuliert hat, dass die beiden mitmachen. Okay, also tatsächlich so eine Art Telepathie. Der eine wusste, was die anderen denken und hat dann den anderen angezeigt. Oh Gott. Zu so später Stunde ein bisschen kompliziert zu erklären. Ja, uns war das aber auch ein Interesse, muss ich dazu sagen, dass wir Matthias da nicht verlieren, weil, also gerade gegen Ende, der hatte wirklich auch die ganze Zeit total fair, ist er da mit uns mitgefahren. Gut, im Endeffekt blieb ihm nicht viel anderes übrig, aber er hat da so super geschoben und hat ja auch dazu beigetragen, dass wir da immer super wegfahren konnten. Und da wollte ich mich auch nochmal bei ihm bedanken. Ja. Ich habe jetzt eigentlich noch auf eine Antwort von Matthias gehofft. Aber gut. Naja, klar. Ich denke, wir haben es ja alle gesagt. Wir waren alle drei uns im Prinzip einig, dass wir drei das Rennen so zusammenfahren wollen. Und von daher war es wirklich allgemein im Interesse. Ich bin sehr dankbar, dass die beiden zu mir gehalten haben und das andere galt ja andersrum genauso. Von daher denke ich, waren wir drei uns einfach wirklich das ganze Rennen über einig und das hat prima geklappt. Also klar geht die Dankbarkeit auch an Sandro und Marco von meiner Seite aus. Okay, dann würde ich sagen, dann habe ich jetzt genug befragt. Auch an Sandro nochmal danke fürs Interview. Zum Sieg natürlich. Ja? Ich möchte nur eines erwähnen, nicht das untergeht nämlich. Sandro feiert heute seinen ersten Sieg, eigentlich im Sim Racing, das will ich nur erwähnt haben. Und dafür Glückwunsch und ja, Riesenerfolg natürlich. Ja, dann natürlich auch von meiner Seite nochmal gesondert Glückwunsch zum ersten Sieg in der Sim Racing Laufbahn. Danke, danke. So kann es weitergehen, oder? Ja, gerne. Gut, dann sind wir gespannt auf das Highlight-Video, dann ja leider nur
vom nächsten Rennen in 2 Wochen in Las Vegas, ob da der Sandro auch wieder ganz oben steht. Und dann der nächste Termin für Sie zum Vormerken in 4 Wochen in Bristol, 8. Februar, auch wieder hier auf simrace.tv. Ja, dann würde ich sagen, David, verabschieden wir uns, oder? Genau, ich finde es immer noch schade, dass wir nicht mit nach Vegas genommen werden. Ja, dass das die Jungs das alleine machen. Da hätten wir halt Geld schön verzocken können. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Ja, gut, dann von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. War ein sehr schönes Rennen, sehr spannendes Rennen. Gut, viele Cautions, viele Safety-Car-Phasen, viele Restarts. Auch durchaus einige Fahrer, die ausgeschieden sind. Ich glaube, am Ende waren es 6. Ja, oft genug darauf hingewiesen. 4 Wochen Bristol. 0,533 Meilen. 858 Meter, 36 Grad Neigung. Das steilste Oval der gesamten NASCAR-Serie. Ich würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind und sage bis dahin auf Wiedersehen. Ja, von mir auch. Tschüss. Schönen Abend noch und dann bis in 4 Wochen. Und ich hoffe, das ist doch nicht wieder so warm wie bei uns jetzt hier, 34 Grad. Ja, das hoffe ich auch. Gut, dann bis in 4 Wochen.